Konfi-Thema und ich habe die Ehre, unsere Konfis heute hier einzuführen. Sie haben sich viel Mühe gegeben in diesem doch besonderen Gottesdienst. Das erste Mal, dass der online stattfindet, aber nichtsdestotrotz bin ich gespannt, was unsere Konfis hier vorbereitet haben und wünsche uns allen viel Spaß, gute Erkenntnisse und ja, einen guten Gottesdienst. Ihr schafft das. So, liebe Klasse, herzlich willkommen heute bei uns im Fernunterricht. Wollen wir erstmal schauen, ob alle da sind. Marie, Paul, Felix, Rosalie, Lena, Lisanne, Jan, Michelle und Sven. Sehr gut, es sind alle da. Dann werden wir uns jetzt unsere Hausaufgaben beschäftigen, die ich euch im Schülertauschordner gestellt habe. Nehmt sie bitte alle in die Hand oder ruft sie auf. Vielleicht kann Paul uns bei der ersten Aufgabe sagen, was er da hat. Paul? Paul! Na gut, dann probieren wir es jetzt mal bei Marie. Marie, hast du die Hausaufgaben? Marie? Sag mal, was ist mit alle mit euch los? Seid ihr alle lieben bei einer Playstation? Ja, hallo, wie geht's dir so? Ja, mir geht's auch ganz gut. Was machst du heute noch so? Ich denke, ich schaue mal noch einen Film an heute Abend. Mama, ist deinen Kindern? Mama, ich gehe jetzt ins Training. Ganz gut. Mama, ich gehe jetzt ins Training. Ja. Und danach gehe ich noch zu Franziska. Danach gehe ich noch zu Franziska. Ja, wir morgen 15 Uhr? Wir wollen noch mit Referat nächste Woche was. Ja, 15:30 passt auch. Okay. Ja, dann sehen wir uns bald. Oh, tschüss. Da bist du ja endlich. Wo bist du geblieben? Das Training ist seit 2 Stunden vorbei. Weißt du, wie ich mir Sorgen gemacht habe? Hä, ich hab doch gesagt, ich gehe noch zu Franziska. Wie bitte? Gar nichts hast du mir gesagt. Sascha, denkst du bitte daran, die Prospekte auszutragen? Ja, schon gut. Denkst du bitte daran? Ich hab's dir heute schon 2-mal gesagt. Sascha, warum stehen denn die Prospekte immer noch darum? Wer sollte ich denn das wissen, dass es so eilig ist? Oh, dein Problem. Ist doch dein Job, mit dem du dein Taschengeld verdienst. Hallo, Eddie. Hi. Wir wollen heute Nachmittag eine Runde zocken. Den neuen Endboss kriegen. Bist du auch dabei? Andi hat mir heute gesagt, dass ihr gestern gezockt und den Endboss gelegt habt. Stimmt. Und du sagst mir vorher nicht Bescheid. Und sowas will ein Freund sein. Ich hab dir doch gesagt, dass wir das machen wollen. Gar nichts hast du gesagt, du Ratte. Mach halt mal die Stöpsel aus deinen Ohren. Dann kriegst du auch was mit. Wir verschiedene Szenen mitten aus dem Leben gerissen. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir viel zu wenig zuhören. Ist das nur bei uns Menschen so? Oder auch bei Gott? Hat Gott auch solche Momente, wo er uns nicht zuhört, wenn wir irgendwas sagen? Darum wird es heute in diesem Gottesdienst gehen. Schön, dass Sie dabei sind. Thank you.
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir diesen Gottesdienst heute Morgen miteinander feiern können. Wir danken dir dafür, dass wir immer zu dir kommen können, einzeln oder gemeinsam, und du immer Zeit für uns hast. Danke, dass du bereit bist, uns zuzuhören, auch wenn wir manchmal Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Du hörst uns zu, mach aber bitte auch uns dazu bereit, dir zuzuhören und immer wieder ein Stück mehr über dich zu erfahren. Bitte sei jetzt bei uns, wenn wir diesen Gottesdienst feiern. Hilf uns mit deinem Heiligen Geist, dass alles gut laufen wird. Segne bitte alles, was hier geschieht. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Hört Gott uns überhaupt zu? Als wir darüber nachgedacht haben, gingen uns spontan einige Dinge durch den Kopf. Zum Beispiel folgendes. Kann Gott uns überhaupt zuhören, wenn er so weit weg ist von uns? Ist Gott immer bei mir, wenn er mir zuhört, oder kann er auch ganz woanders sein und mir zuhören? Hört Gott mir vielleicht eher zu, wenn ich nicht nur dann bete, wenn es mir schlecht geht? Kann es wirklich sein, dass Gott uns zuhört, wenn er doch manchmal gar nicht das tut, worum wir bitten? Hört Gott mir auch dann zu, wenn ich gerade nicht bete? Wenn Gott nicht das macht, worum ich ihn bitte, hat er dann in dem Moment vielleicht gerade jemand anderem zugehört? Erfüllt Gott manche Bitten darum nicht, weil er was Besseres mit uns vorhat? Kann Gott überhaupt mir zuhören und gleichzeitig so vielen anderen Leuten? Das waren also unsere spontanen Fragen. Kann Gott vielen Menschen gleichzeitig zuhören? Es gibt einen alten Witz, wo es um diese Frage geht. Diesen Witz möchte ich Ihnen heute vorspielen. In ihn kommen zwei Männer in die Kirche. Herr im Himmel, du weißt, dass du ein guter Geschäftsmann bist. Bisschen was du meine Geschäfte gesehen, sorge dafür, dass ich gute Verträge abschließen kann. Lass mich viel Geld verdienen. Herr im Himmel, ich bin ein armer Mann. Lass mich eine Arbeit finden, damit ich für meine Kinder Brot kaufen kann. Bitte helf mir, meine Familie hat Hunger. Hier, nimm das Geld und kauf dir was zu essen, aber lenke mir Gott nicht ab. Wir Menschen schaffen es oft, nicht vielen Menschen gleichzeitig zuzuhören. Ist das bei Gott auch so oder ist er multitaskingfähig? Thank you.
bekommen wir manchmal blöde Antworten. Sie rufen außerhalb von unseren Geschäftszeiten an. Diese sind von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Hier ist der Anrufbeantworter der Firma Meier. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Alle unsere Mitarbeiter sind im Moment in einem Gespräch. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Herzlich willkommen bei der Firma Müller. Bitte wählen Sie aus dem Menü aus. Haben Sie Fragen zu unserem Angebot, dann wählen Sie bitte die 1. Der nächste freie Mitarbeiter ist gleich für Sie da. Kann uns das bei Gott auch passieren? Ist er wirklich immer für uns da und hört uns zu? Die Bibel jedenfalls betont immer wieder, Gott hört uns zu. Und er kümmert sich um das, was wir ihm sagen. Wir haben uns über ein Gleichnis Gedanken gemacht, in dem Jesus genau darüber spricht. Dieses Gleichnis möchten wir Ihnen jetzt vorspielen. Stellt euch vor, ihr liegt nachts im Bett und schlaft gerade. Doch plötzlich klopft es bei euch an die Tür. Draußen steht ein Freund von euch. Er klopft so lange, bis ihr aufwacht. Dann würde der Freund draußen rufen: Bitte leih mir unbedingt 3 Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und ich habe nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Was denkt ihr, wie würde der Freund reagieren? Würde der Mann vielleicht empört sagen, stör mich nicht? Ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt. Außerdem könnten meine Kinder aufwachen, wenn du Krach machst. Ich kann jetzt auf gar keinen Fall aufstehen und dir etwas geben. Verschwinde und lass mich schlafen. Das würde der Freund ganz bestimmt nicht machen, selbst wenn er so gemein wäre und sein Freund nichts geben wollte. Er würde es trotzdem machen, damit er endlich seine Ruhe hat. Darum bitten, bittet deshalb Gott und er wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Solche Geschichten gibt es einige in der Bibel. Aber warum haben trotzdem Leute das Gefühl, dass Gott ihnen nicht zuhört? Darum wird es nach dem nächsten Lied gehen. Thank you.
reagiert Gott scheinbar so unterschiedlich auf unsere Gebete? Warum könnte man manchmal das Gefühl bekommen, dass er nicht zuhört? Im Konfirmandenunterricht haben wir dafür einen Vergleich kennengelernt. Er kann es vielleicht erklären. Und so haben wir es mit einer Ampel verglichen. Wenn wir Gott bitten, leuchtet ein rotes, ein gelbes oder ein grünes Licht auf, ohne dass wir das sehen können. Wenn wir an eine Ampel kommen, ist es uns am liebsten, wenn dort das grüne Licht leuchtet. Denn dann wissen wir, wir können einfach weiterfahren oder weitergehen, so wie wir es vorgehabt haben. Wenn wir Gott um etwas bitten, dann ist es natürlich schön, wenn die Gebetsampel auf grün springt. Also wenn Gott das macht, worum wir bitten, und zwar so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben dann darüber nachgedacht, was wir selbst im Gebet erlebt haben, aber auch mit einigen anderen Leuten darüber gesprochen. Nun wollen wir ein paar Beispiele dafür nennen, welche Erfahrungen es mit dem grünen Licht gegeben hat. Meine Oma war vor kurzer Zeit krank. Ich habe gebetet, dass es bitte besser werden soll. Nach 2 Tagen ging es ihr wieder gut. Ich musste eine Abschlussprüfung machen. Von ihr ging meine Zukunft ab. Ich machte mir Sorgen. Werde ich es schaffen? Muss ich alles wiederholen? Ich betete darum, dass ich das schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Und ich habe es gepackt. Wenn ich ein Konzert habe, dann bete ich davor immer, dass es gut geht. Und es geht immer in Erfüllung. Ich bin mit deiner Familie befreundet. Der Mann ist im Krebs erkrankt. Ich habe gebetet, dass die Familie und der Mann genügend Kraft bekommen und dass alle bald wieder ohne Sorgen durchs Leben gehen können. Und Gott hat geholfen. Ich konnte eine Zeit lang nicht richtig einschlafen. Und da habe ich Gott darum gebeten, dass ich gut schlafen kann. Danach konnte ich wieder gut schlafen. Ich habe mich um einen guten Job beworben. Ich wollte ihn unbedingt haben. Vorher hatte ich viele Absagen bekommen. Das habe ich nicht verkraftet. Ich war überzeugt davon, dass dieser Job richtig für mich war. Auch viele andere haben sich beworben. Die Stange war da. Ich habe gebetet und habe den Job bekommen. Verkehrsampeln stehen aber nicht immer nur auf grün. Häufig sehen wir auch rotes Licht, wenn wir hinkommen. Das geschieht auch immer wieder mal, wenn man betet oder um etwas bittet. Dass man betet, aber Gott nicht das macht, was man möchte, obwohl man es vielleicht oft gebetet hat und dringend gebraucht hat. Dann kann man das Gefühl bekommen, dass Gott uns gar nicht zuhört. Auch dafür haben wir einige Beispiele gesammelt, die wir selbst erlebt haben oder anderen uns erzählt haben. Ich habe darum gebetet, dass Gott meine Oma wieder gesund macht. Aber er hat sie zu sich geholt. Während deiner Arbeit hatte ich einen Blackout. Ich hatte Gott um Hilfe gebeten, aber mir ist trotzdem nichts eingefallen. Ich musste in der Schule ein Referat halten. Die Lehrerin hatte spontan eine Woche vorgenommen. Ich habe versucht, in der kurzen Zeit ein perfektes Referat vorzubereiten. Ich habe darum gebetet, dass die Lehrerin Rücksicht auf mich nimmt. Aber dann war sie sehr unzufrieden und enttäuscht von dem Referat. Ich habe hart an etwas gearbeitet. Ich wollte es unbedingt schaffen und habe alles dafür gemacht. Ich habe Gott um Hilfe gebetet und dass ich durchhalten werde. Aber am Ende hat es nicht geklappt. Ich war immer in ein Mädchen sehr verliebt. Bei einem Spaziergang habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe sie gefragt und habe gesagt, dass ich sie liebe. Aber obwohl ich vorher gebetet hatte, gab es mir einen Raum. Mein Sohn ist auf die schiefe Bahn geraten. Er war jahrelang verschwunden. Ich habe darum gebetet, ihn wieder in meine Arme schließen zu können. Aber ich habe ihn niemals wieder gesehen. Auch solche Erfahrungen machen Leute beim Gebet, dass Gott eben nicht das macht, worum sie bitten, obwohl sie nicht oft dafür gebetet haben. Und obwohl uns Jesus noch sagt, wenn wir hartnäckig beten, wird sich Gott um unsere Sachen kümmern. Dazu hat er beispielsweise ein Gleichnis erzählt, welches wir jetzt vorspielen wollen. In einer Stadt,
lebte einmal ein Richter. Der Richter war als ein harter Hund bekannt. Gott war ihm egal, seine Mitmenschen auch. Er machte nur, was er wollte. In der Stadt wohnte auch eine Witwe. Nach dem Tod ihres Mannes versuchte ein Schurke, ihr den ganzen Besitz wegzunehmen. Sie wandte sich an den Richter um Hilfe. Helfen Sie mir, Herr Richter. Sorgen Sie dafür, dass ich zu meinem Recht komme, den gegen diesen Kerl. Scher dich weg und lass mich in Ruhe. Ich helfe dir nicht. Aber der Richter wurde die Frau einfach nicht los. Sie kam immer und immer wieder und forderte ihr Recht ein. Dabei wurde sie immer energischer. Herr Richter, bewegen Sie sich endlich. Meine Lage wird jeden Tag schlimmer. Sorgen Sie endlich dafür, dass mein Feind mich in Ruhe lässt. Herr Richter, bewegen Sie sich endlich. Meine Lage wird jeden Tag schlimmer. Sorgen Sie endlich dafür, dass mein Feind mich in Ruhe lässt. Da wurde der Richter nachdenklich. Er sagt sich, zwar sind mir Gott und auch dieses Weibstück egal, aber ich werde ihr doch helfen, sonst wird sie mir am Ende noch die Augen ausreißen. Herr Richter, nun helfen Sie mir endlich. Na gut, du Nervensäge. Du kannst nach Hause gehen. Ich werde mich um deine Sorgen kümmern. Und Jesus fügt hinzu, wenn sich schon dieser miese Richter bewegt, wird sich Gott dann nicht noch viel mehr um die Leute kümmern, die immer wieder zu ihm beten und ihm um Hilfe bitten? Ja, Gott wird sich darum kümmern. Das bedeutet aber nicht, dass er immer das machen wird, was wir uns vorstellen, was wir für gut halten. Eine rote Ampel ist auch ein Warnsignal. Fahre jetzt nicht weiter, das wäre gefährlich. Gott hat einfach eine viel bessere Überblick als wir. Man kann es einem nicht damit vergleichen, was Eltern manchmal mit ihren kleinen Kindern nehmen. Da wollen die kleinen Kinder Dinge haben, die ihnen nicht gut tun würden, wie beispielsweise abends Cola trinken oder alleine über eine öffentliche Straße rennen. Wenn die Eltern dann Nein sagen, werden die Kinder oft sehr wütend. Denn sie verstehen es nicht, aber die Eltern dürfen ihnen doch den Wunsch nicht erfüllen, denn sie meinen es doch eigentlich nur gut mit den Kindern. So geht es Gott auch mit uns Menschen. Er hat den besseren Überblick und muss deshalb manchmal Nein sagen, ohne dass wir verstehen, warum er das tut. Dann darf er nicht nachgeben, denn sonst würde er uns schaden. Das bedeutet aber nicht, dass er uns nicht zugehört hätte. Manchmal kann man auch etwas später verstehen, warum Gott in dieser Situation Nein gesagt hat. Ein Mann erzählte davon, wie er sich sehr um eine Frau bemühte. Doch trotz all seiner Gebete wollte die Frau nichts von ihm wissen. Darüber war er natürlich sehr traurig und machte Gott Vorwürfe. Doch eines Tages traf er genau diese Frau wieder. Und er war Gott sehr dankbar. Dankbar dafür, dass er damals Nein gesagt hat und ihm im Nachhinein eine bessere Frau geschenkt hat. Manche schwere Dinge werden wir im Leben aber niemals verstehen. Doch wenn wir eines Tages vor Gott im Himmel stehen werden, dann wird er uns alles erklären, warum es so gekommen ist. Yeah.
bei Verkehrsampeln noch das gelbe Licht. Es soll zeigen, wir mussten noch warten, aber das grüne Licht wird kommen. So kann es auch bei unserer Gebetsampel sein, dass Gott sagt, ich werde dir deinen Wunsch erfüllen, doch jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Du musst noch warten. Bei der Gebetsampel kann das gelbe Licht noch etwas anderes bedeuten, dass Gott sich um das kümmert, was wir ihm sagen. Aber er macht es anders, als wir es erwartet hätten. Auch für das gelbe Licht möchten wir einige Beispiele nennen, die wir entweder selbst erlebt oder von anderen gehört haben. Ich hatte völlig vergessen, meine spanische Aufgabe zu machen. Erst morgens im Zug habe ich es gemerkt, da war es zu spät. Und für diese Aufgabe würde es eine Note geben. Ich habe darum gebetet, dass meine Lehrerin Verständnis für mich hat. Doch meine Lehrerin hatte an diesem Tag einen Termin. Als der Vertretungslehrer hereinkam, hatte ich noch eine Chance. Eine Verwandte von mir hatte 4 Jahre gebetet, weil sie Kinder haben wollte. Irgendwann gab sie auf, weil sie dachte, dass sie keine mehr bekommen würde. Doch dann bekam sie mit Anfang 40 2 Kinder, beide sehr gesund. Ich habe einen Ausflug geplant, mit Abendessen und danach im Sonnenuntergang. Ich habe um gutes Wetter gebetet, damit wir es wirklich machen können. Doch dann hat es im Ström geschüttet. Ich musste es ausfallen lassen. Aber an dem Tag klingelte es an der Tür. Eine Cousine aus München kam spontan zu Besuch. Ich habe mich sehr gefreut, da ich sie nur selten sehen kann. Das war besser als der Ausflug, denn den Ausflug konnte ich verschieben. Ein Mensch, an dem ich sehr hart war, krank. Ich habe darum gebetet, dass er wieder gesund wird. Er wurde zwar nicht gesund, aber Gott hat mir die Kraft geschenkt, mit der Sache umzugehen und es durchzustehen. Ich hatte völlig vergessen, dass wir eine Lateinarbeit schreiben würden. Ich habe gebetet, dass die Lehrerin krank ist und ich noch lernen kann. Als sie fröhlich ins Klassenzimmer kam, war ich sehr verzweifelt. Doch da hat sie uns gesagt, dass sie die Arbeit verschieben würde. Man hat mich zum Bewerbungsgespräch eingeladen, auf eine Arbeitsstelle, die ich unbedingt haben wollte. Ich habe darum gebetet, dass ich angenommen werde, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Aber ich bekam eine Absage und bin völlig enttäuscht nach Hause gegangen. Dort habe ich den Briefkasten geöffnet und einen Brief vorgefunden. Ich wurde zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen auf eine Stelle, an die ich gar nicht mehr gedacht habe. Wir möchten erst das Schlussgebet sprechen. Vater, wir entschuldigen uns dafür, dass wir oft nicht zuhören, bis wir uns dazu bereiten. Und oft wollen wir es nicht machen, was du uns sagst. Bitte hab weiterhin Geduld mit uns. Zeig uns, dass du es gut mit uns meinst. Du weißt besser als wir, was für uns gut ist und was nicht. Hilf uns, auf dich zu vertrauen, dass du es richtig machen wirst. Manche Leute sind von dir enttäuscht, weil sie das Gefühl haben, Gott hört uns nicht zu. Lass sie spüren, dass du dich um sie kümmerst. Wir möchten, dass du bei unseren Sorgen und Problemen zuhörst. Schenk uns aber auch offene Ohren, wenn andere Menschen uns etwas von ihren Sorgen und Problemen erzählen, dass wir ihnen gut zuhören und auch bereit sind, ihnen zu helfen. In der Schule kann jeder zum Beispiel Dinge nennen, um die er Gott bitten möchte. Und alles, um was wir sonst noch bitten wollen, fassen wir in einem besonderen Gebet zusammen. Und zwar in dem Gebet, das Jesus uns selber beigebracht hat. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Vaterunser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Am Ende dieses Gottesdienstes ein herzliches Dankeschön. Ein Dankeschön an unsere Band KfB für die musikalische Begleitung. Ein Dankeschön an unsere Konfis, dieser schwierigen Zeit, wo wir uns kaum zusammen treffen konnten, den Gottesdienst vorbereitet hatten, viele Ideen gesammelt haben, es heute auch so gut vorgeführt haben. Ein Dankeschön aber auch an alle, die uns jetzt in diesem Gottesdienst zuschauen und zuhören. Empfangt nun den Segen Gottes. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.